Und es startet der letzte Stadionvlog im Jahr 2023. Wir gehen zu Hansa Rostock 2 gegen Rot-Weiß Erfurt. Der sechste in der Tabelle, der gerade auch hinter seinen Erwartungen ist, weil die letzten fünf Spiele haben sie zwar zwei gewonnen, aber auch drei verloren. Und das gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock, die Tabellenletzter sind. Und aus den letzten fünf Spielen gerade mal zwei Punkte holen konnten. Im Hinspiel ging das Spiel 2:0 aus für Rot-Weiß Erfurt. Die Tabelle ist ja gerade so ein bisschen durcheinander geworfen worden, weil viele Mannschaften nicht spielen können, weil der Platz entweder nicht bespielbar war oder weil Spieler krank sind, so wie bei Energie Cottbus und bei Chemie Leipzig war das, glaube ich, wo beide Spiele abgesagt wurden, weil halt nicht genügend Spieler im Kader wären. Ich bin gespannt. Das letzte Mal beim Regionalligaspiel von Hansa Rostock 2 war ich ja gegen Energie Cottbus da und da war das Ostseestadion sehr gut gefüllt. Ich gehe davon aus, dass es heute eher weniger der Fall ist. Schlechtes Wetter, Weihnachtsmarkt und die zweite Mannschaft von Hansa Rostock lädt nicht gerade ein zum Vorbeischauen. Machen wir los mit dem Video. So, jetzt stehe ich schon vorm Stadion. Mal gucken. Ich werde gleich sehen, wie viele Erfurter mitgereist sind. Sind ja 500 Kilometer, Alter, von Erfurt her. Das ist eine richtig stramme Auswärtsfahrt hier ganz in den Norden. Aber es ist Sonntag. Es sind 11 Grad, nachdem es so viel Schnee lag. Eigentlich noch mal gutes Wetter. Trotzdem ist es scheiße kalt. Wir machen hier nicht in Deutschland 11 Grad zu einem schönen Wetter. 25 Grad. Kann ich mir gerade so tun antun. Aber die 7500 gegen Energie Cottbus werden es auf keinen Fall knacken. Ich schätze 1500. Irgendwie ist es mir unangenehmer, Vlogs zu drehen, wenn es so richtig leer ist. Weil hier ist gerade nichts. Hier läuft ab und zu mal jemand vorbei und das ist mir unangenehmer. Der denkt, ich hau weg, als wenn ich das mache, wenn da alles voll ist. Hier ist ja chillig, hier kann man kickern. Aber die nehmen da nicht mit. Ich sehe jetzt aber hier auf Premium setze. Guckt euch das an. Ich bin angekommen im Mainstream. Alter, die Musik. Nächster Vlog von mir, denn beim Traditionsverein Red Bull Leipzig. Jetzt wird der Gästevlog voll, beziehungsweise voller. Wenigstens Support. Aber bevor das Spiel jetzt hier losgeht für euch und der Vlog richtig startet, gucken wir uns erstmal die Geschichte an von Rot-Weiß Erfurt. Was sind so die größten Erfolge von Rot-Weiß Erfurt? Hatten wir das schon mal? Starten wir. Geschichtsleon, let's go. Danke Stadion Leon für die Überleitung. Hier gehen wir immer ein bisschen auf die Geschichte ein der Regionalliga Nordostvereine, die ja dafür bekannt sind, eine Tradition zu haben. Damit ich hier den jüngeren Zuschauern vielleicht ein bisschen was beibringen kann, damit sie wissen, warum Leute Fans sind von einer Mannschaft, die in der vierten Liga spielt. Man muss nicht immer Fan sein von Red Bull Leipzig oder eigentlich muss man gar nicht Fan sein von Red Bull Leipzig. Oder von der TSG Hoffenheim. Da gibt es ganz andere Vereine in eurer Region, die ihr supporten könnt, die sich viel mehr lohnen, über die zu sprechen. Auch wenn ihr nicht jeden Spieler kennt, es geht bei Fußball um die Mannschaft und nicht, ob da irgendein Weltstar spielt, der von weiß ich wo für weiß ich wie viele Millionen gekauft wurde, sondern es geht um den Verein und eine Tradition. Deshalb ist man auch Fußballfan. Es geht nicht um die Einzelnen, also werdet kein RB Leipzig-Fan. Oh, das hat ganz schön ausgeartet hier. Okay, los geht's mit Rot-Weiß Erfurt. Wurde gegründet 1966 aus einer Fusion von Turbine Erfurt und Motor Optima Erfurt. Und so entstand dann Rot-Weiß Erfurt. Rot-Weiß Erfurt war eher so eine Mittelfeldmannschaft, damals in der DDR-Oberliga und ist auch mal abgestiegen in die zweite DDR-Liga, kam aber dann auch wieder hoch. Eine ihrer besten Saisons hatten sie genau zum richtigen Zeitpunkt. Und zwar zum Zeitpunkt, wo die letzte Saison war, in der DDR-Oberliga. Da wurden sie Dritter und haben sich damit direkt für die zweite Bundesliga qualifiziert, was schon sehr wichtig ist, weil sonst hätten sie irgendwie noch durch die Qualifikation für die zweite Bundesliga oder wären direkt in die dritte, wäre ja eine absolute Vollkatastrophe. Das ist ja vielen Ostvereinen so gegangen, dass sie so abgefrühstückt wurden. Und waren dann sogar im UEFA Cup vertreten und haben da in der ersten Runde gegen Groningen gespielt, haben dort beide Spiele mit 1:0 gewonnen und pflegen heutzutage sogar eine Fanfreundschaft zu diesem Verein. Außerdem wurden die Erfurter 10-mal Thüringer Landespokalmeister und
Spieler wie Thomas Linke, der ja eine alte Schalker-Legende ist und auch bei Bayern absolut seine Spuren hinterlassen hat, sowie Christian Clemens, den man eigentlich eher nur von Werder Bremen kennt, der ja da jetzt auch irgendwie sportlicher Leiter ist, haben beide ihre Karriere in Erfurt gestartet und haben dort in der Jugend gespielt. Und ja, ich habe das Video gerade schon fast fertig geschnitten und ich habe die Kommentare schon vor Augen gelesen. Wir wurden doch zweimal DDR-Meister. Das nimmt er uns weg, das hat er überhaupt nicht erwähnt. Ja, Rot-Weiß Erfurt wurde zweimal DDR-Meister und das hatte ich in dieser kurzen Ausführung der Geschichte von Rot-Weiß Erfurt nicht erwähnt. Sind natürlich die größten Erfolge von Rot-Weiß Erfurt. Das war ein ganz kleiner Bruchteil der Geschichte von Rot-Weiß Erfurt. Und ich gebe zurück zum Stadion, Leon. Let's go! Aber die Scheibe ist nicht mehr, ist immer noch nicht da. Aber da, ich kann sie sehen. Sie können da quasi rausrennen. Sie muss erstmal wieder bestellt werden. Das ist eine Sonderanfertigung. Also, vor 2025 ist damit nicht zu rechnen. Vielleicht hat bis dahin Hansa ja ein neues Stadion. Auch die Regionalliga äußert sich zu dem DFL-Investor-Scheiß. Scheiß DFL. Noch sind sie ja alle nicht betroffen von den unteren Ligen. Sind da bis jetzt nur die erste und zweite. Aber noch, ne? Bei der Frauenbundesliga ist ja der Name schon verkauft an Google Pixel. Und dieser Vlog wird aufgenommen von einem Google Pixel Pro. Habe ich natürlich gekauft aus Kaufempfehlung durch diesen atemberaubenden Fußball, den man in der Frauenbundesliga betrachten kann. Konsequent wäre auf jeden Fall, wenn die Spielübertragungen von den Frauenbundesliga auch dann mit einem Google Pixel aufgenommen werden würde. Das ist mal ein kleiner Tipp von mir, Empfehlung. Auch mal komplett durchsetzen. Und eigentlich ist ja das Stadion hier immer ziemlich gut besucht bei der ersten Mannschaft. Da sieht man immer das FC Hansa gar nicht. Mal ein Tipp von mir. Macht es wie bei Bayern mit den Telekom-Idioten. Alle in Weiß anziehen denn. Allem Anschein nach macht auch Rot-Weiß Erfurt die ersten 12 Minuten keine Stimmung. Echt tot hier. Alter, richtig schlecht gefilmt von mir, ey. Aber so halb. Da hat man wenigstens mal kurz ein Jubeln. Habt ihr gesehen, wie schlecht ich das Tor gefilmt habe? Weil ich hier zu bequem sitze auf meinem Ledersitz. Ich muss auf heißen Kohlen sitzen, damit ich hier heiß bin. Ich sitze hier wie ein Präsident. Alter, schon wieder gegen Pfosten geschossen. Die Dinge los wie die Feuerwehr. Und ich versage, ich kann keine Socks mehr drehen. Das ist zu lange her. Eigentlich wollte ich zur BFC gegen Chemie und das Spiel wurde abgesagt. Oh no. So schlecht heute in Bern. Die ersten 10 Minuten würde ich mir eine 6 geben. Starke 10 Minuten von Erfurt, hätten sogar zweite führen können. Jetzt der Elfmeter zum 1-1. Jetzt ist auch Stimmung hier. Nach 12 Minuten bei Pott. Thank you.
einer starken, ereignisreichen Anfangsphase. Das ist der zweite, zweiten 12 Minuten. Ziemlich mager. Auch skurril. Die ersten 10 Minuten hatte er von dem Spiel so eine Hand. Dann 1-0 gemacht, hatte die Chance auf 2-0. Der Elfmeter hat das Spiel komplett gekippt. Jetzt hat Hansa auch viel mehr Ballbesitz. Es war, weil es ja komplett ungefährlich ist, irgendwo nirgendwo, aber der Tabellenletzte, ein U23, sollte nicht das Spiel machen gegen Rot-Weiß Erfurt, die eigentlich mit Aufstiegsambitionen in die Saison gegangen sind. Erfurt, aber hier blende ich mal einen Clip ein, wie das richtig geht von dem Traditionsverein aus dem Osten, RB Leipzig. Das 1-0 für Erfurt so schlecht gefilmt habe, habe ich kurz gedacht, ich bin bei einem Block gelandet von Benji, wo er das Fallrückenzieher-Tor von Florian Niederlechner gefilmt hat. Und auch das blende ich euch jetzt nochmal ein, weil hier nichts passiert. Ingwer. Hä? Aber! Und liebe Erfurt-Fans, ich muss euch leider was mitteilen, ich war noch nie bei einem Erfurt-Spiel. Doch, bei einem Spiel. Aber ich habe noch nie einen Erfurt-Block gemacht, wo Erfurt gewonnen hat. Eieiei, ihr seht, ich muss heute reißen. Ich war mal privat bei Erfurt gegen Greifswald, da haben sie 2-0 gewonnen. Das als Rostocker ist. Hier sind ja viele Rostock-Fans, die erste Mannschaft halt immer supporten. Dass hier Woche für Woche, wenn hier Leute spielen, die Auswärtsfans das Stadion übernehmen. Ist jetzt auch nicht jedes Mal so. Gegen Cottbus waren ja auch viele Rostocker da, aber es ist ja nicht die Regel. Wenn eine Klinik hier spielt, wird hier auch nichts übernommen. Aber das ist doch schon ein scheiß Gefühl, oder? Mal wieder eine Chance hier im Spiel. Weiß nicht gut in das Besitz. Die ersten 10 Minuten und die letzten Plätze. Schöne Ledersätze. Also, was ein Fehler, Alter. Ein Pass der Vergeltung. Den konnte man nicht drauf haben. Benji Block. Weil immerhin habe ich das Tor noch gefilmt. Aber diesen Pass war nicht zu rechnen. Seit der Erfurt aus dem gar nichts, ey. Der Pass. Vom Hansa-Spieler genau.
wäre ein Pass gewesen von Patrick Kohr, hätte ich es ja noch verstanden. Alte Gefühle und so nochmal ein Tor vorbereiten, aber so. Eieieiei. Das war ja der Seitenwechsel. Das war eine Transferankündigung. Zur einen Seite, da macht Hansa auf einmal dann 2-2. Schöner Angriff. Ich glaube, der ist gegen den Rücken vom Torwart und dann rein nach dem Pfostenschuss. Und verdient ist es nicht, ne? Ob das was wird? Ich glaube nicht. Prophezei-Eckentore, die ihr aus den anderen Blocks wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Immer wenn ich sage Ecke, Tor, dann ist es auch passiert. Und immer wenn es nicht passiert ist, habe ich es rausgeschnitten. Merkt euch das. Ihr steuert mit Mainstream-Medien. Ich schneide nur rein, was mir in den Kram passt, damit es besser für mich aussieht. Das ist jedenfalls besser als die erste, ey. Die letzten 35 Minuten der erste hatte Bayer. Scheiße, ey. Jetzt macht er vor das Spiel. Sie wollen mir den ersten Sieg präsentieren bei dem Block. Das hab ich denen auch nochmal in der Kabine gesagt. Der Trainer hat gesagt, Michael, kannst du nochmal so einen schicken Fallrückzieher rauszimmern, damit er auch meinen Block drin ist. Für das Thumbnail wäre das super. Er gibt sein Bestes. 1572 Zuschauer, ey, Wert von 1500 geschätzt, ey. Der Mann sollte Bundespräsident werden. Ich war's. Ich arbeite darauf hin, dass Rot-Weiß Erfurt mich irgendwann mal dafür bezahlt, dass ich nicht mehr zu den Spielen von denen komme. Weil ich einfach kein Glück bringe. Ich schicke euch meinen Paypal, dann komme ich nie wieder. Vielleicht das für Erfurt. Ich will jetzt nicht den Spieler, der den Gleichschuss ausführt. Ich will jetzt da drinnen. Die Hotzone. Und der Ball kommt und sofort war die Sau nicht. Hey, der kommt weiter Einwürfe, ey. Das ist fast gerade Riese. Okay.
Situation. Der Lehrerin, ja. Letztes Spiel für 2023-24. Abschlussfazit. Hansa Rostock 2 hat tatsächlich 3-2 gewonnen gegen Rot-Weiß Erfurt. Support von Erfurt war natürlich wieder stark. Ich glaube, so viel hat Heidenheim noch nicht mal mitgebracht. Im DFB-Pokal erste Runde gegen die zweite Mannschaft von Hansa. Ich finde gut, dass bei der zweiten Mannschaft auch so Kinder sind mit Trommeln, die so hin und wieder mal kurz was singen. Also, finde ich auf jeden Fall sehr nice. So für Kinder so, um die da so ranzuführen. So, das war's mit dem Vlog. Hier noch aufgeregt. Ist ja immer so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und lasst ein Like und ein Abo da. Und haut rein. Für 2024 Stadion-Vlogs.